Guten Tag, es ist Mitte Mai 2022. Mein Name ist Andreas Gohl. Ich bin hier am historischen Feuerlöschteich von Bad Münstereifel-Eschweiler. Dieser Feuerlöschteich ist irgendwie nicht urkundlich, aber mit Sicherheit schon weit über 100 Jahre alt. Eschweiler hat die Besonderheit hier in der Umgebung, dass es auf einer Kalkterrasse liegt und diese Kalkterrasse hält kein Wasser. Also alles, was hier regnet, das stürzt relativ schnell in den Untergrund. Teiche hier anzulegen, das wäre unmöglich. Aber man braucht ja einen Dorfteich als Feuerlöschvorrat. Der ist dann hier in dieser Gegend entstanden. Das ist so, ja, hier trennen sich ein bisschen die Wasserwege. Der eine geht ins Wachendorfer Tal, der andere runter ins Eschweiler Tal. Der wurde in Ton gebundener Bauweise hergestellt. Ja gut, früher gab es keine Folien. Hier ringsherum gibt es ja Ton genug. Und wir beabsichtigen, diesen Teich wieder herzustellen, auch in tongebundener Bauweise. Das liegt auch daran, dass Folien sehr teuer sind. Die sind nicht besonders dauerhaft und die kann man gegen Vandalismus überhaupt nicht schützen. Dieser Dorfteich oder historische Feuerlöschteich soll hier wieder rekonstruiert werden, nachdem er wahrscheinlich durch eine etwas verunglückte Entschlammungsaktion undicht wurde. Das sieht man da dran an den Rändern dort oben. Da liegt der offene Kalkboden, während sich unten noch etwas Ton befindet. Aber an den Rändern ist er offen. Unten sammelt sich regelmäßig etwas Wasser, aber er kann nicht mehr das Wasser halten. Ja, bedeutend ist dieser Teich daher, weil er hier am Ortseingang von Bad Münstereifel-Eschweiler steht und ein bisschen aufgewertet werden soll. Und glücklicherweise befindet sich hier auch dieser sehr wertvolle, sehr seltene Baum, der hier für die Landschaft und Gegend sehr prägend ist. Das ist die Elsbeere. Ja, was besonders an der Elsbeere, ja, die hat Heilwirkungen in den Beeren. Ne? Der botanische Name weist auf Bauchschmerzen hin, also gegen Bauchschmerzen. Aber diese Pflanze gehört zu den sogenannten Rosengewächsen und da gewinnt man dann das wertvolle Rosenholz draus. Das ist das teuerste Holz, was es zu produzieren gibt. Ja, dieser Baum, der dürfte ungefähr 20 bis 25 Jahre alt sein. Ja, er steht jetzt schon in der Blüte und der blüht weiß und üppig, so wie so eine Eberesche. Er leidet ein bisschen unter Wasserknappheit. Da sieht man daran, dass da in der Krone, da sind so ein paar gelbe Blätter. Ja, das ist natürlich hier dieses Jahr auch extrem trockenes Jahr. Ja, wir, wie gesagt, versuchen diesen Teich wieder herzustellen. Dazu haben wir den jetzt erstmal freigestellt. Nicht? Die Bäume, die wir hier vorgefunden haben, die haben wir gerodet. Ja, die würden auch wieder durchwachsen, aber wir wollen das ja erstmal nicht. Früher war diese Fläche überhaupt nicht bewachsen. Nicht? Auch wenn manche Leute sagen, ja, dieser wichtige Weidenbaum da hinten, aber es war ein weibliches Exemplar und die weiblichen Exemplare sind keine Pollengeber. Also für Bienennahrung völlig untauglich. Jo. Tja, leider kostet die Baggerung und Abdichtung jede Menge Geld. Und das haben wir nicht. Wir sind daher auf Förderanträge angewiesen. Der erste Förderantrag wurde leider abgelehnt. Obwohl das Projekt passend für den Förderantrag ist, wir müssen ihn nochmal stellen. Aber das geht nicht mehr in diesem Jahr. Im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr, gibt es da größere Möglichkeiten. Aber vielleicht haben wir auch Glück und wir können einen anderen Fördertopf aufmachen und können dann hier die Bauarbeiten durchführen und zum Ende führen. Ich wollte das hier ganz kurz erklärt haben, weil immer wieder die Fragen kommen, was ist da eigentlich passiert, warum ist das gerodet worden, warum liegt da so ein offenes Loch. Ja, also hier soll schon noch was geschehen, aber das kostet eben viel Geld. Ja, und deshalb liegt das noch offen. Sollten irgendwelche Fragen sein, dürfen die gerne gestellt werden, bin ich gerne bereit, die zu beantworten. Und danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Und,